So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel ist Pickkräfte und ich sammle erstmal heute meine Belohnung ein mit 5 weiteren Unik. Und ja, ich war eine Weile weg, wie immer, und habe wieder etliche Punkte bekommen. Aber ja, es reicht schon wieder für den nächsten Aufstieg. Aber im Moment habe ich schon 45 Fertigkeitspunkte verfügbar. Was ist gerade los? Was ist passiert? Es ist Ostern. Auch bei Pickkräfte ist Ostern. Also widmen wir uns erst einmal der Hexe und dann gucken wir weiter. So, oben, links, rechts, links, oben, links, rechts, links. So. Und wo steckst du jetzt? Na los, flieg weiter. Und Adele in der Unterwelt. Also Unterwelt ist Nether. Und oben, links, links, rechts. Oben, links, links, rechts. Jawohl. So, als nächstes sollte jetzt wieder das Bunny kommen, weil jeder zweite Boss ist aktuell ein Bunny-Hase. Und bevor wir uns dem widmen, wobei erstmal auf das letzte Biom umschalten, gilt es erstmal noch die Kisten einzusammeln natürlich. Die kostenlose Truhe, damit da mal wieder 3 Honig, sehr schön. Und ein Bunny-Häschen mit einem Überraschungsei und kein goldenes dabei. Okay. Und dann gibt es ein paar Morgen. So, das können wir mal ausblenden und die Silberkiste noch öffnen. Und hier gibt es ein Chaosfragment. Mal gucken, ob jetzt ein neues 12er zusammenkommt. Okay, kann ich gleich mal das nächste Ei in Auftrag geben. Und hier kann ich auch wieder 25 kaufen. Oh, der hat ja schon. Ja, genau. Also es gibt viele, viele Eier. Also jetzt waren sie ja schon die beiden hintereinander, aber ich würde sagen, jeder zweite oder 2 von 3 haben auf jeden Fall so eine Ei-Mitbringsel. Wobei es aber eben nicht viel mehr bringt, mehr für mich zumindest, außer die Moorrüben. So, kaufen wir erstmal die. Den verwende ich an sich gar nicht mehr, also ich gebe hier auf jeden Fall keine Picks aus, weil letztlich es viel lohnender ist, über die Bosse das Farming zu machen. Vor allem das Farming, was eben noch notwendig ist, um hier die Blöcke voll zu bekommen. Also diese, okay, sind keine weiteren mystischen Elemente kräftbar. Also ihr seht, hier brauche ich noch eine ganze Menge. Ich brauche ja 23 von jeder Sorte. Und deswegen habe ich auch noch kein weiteres Prestige gemacht, obwohl ich es natürlich hätte machen können. Weil ich werde das nächste Prestige-Level oder den nächsten Aufstieg erst dann machen, wenn ich wenigstens einen zusätzlichen Prestige-Point bekomme. Das heißt aber auch, dass ich noch locker 100, wie viel waren es jetzt, 160. Also ich habe aktuell, das ist glaube ich das hier vom Ende, genau, erhöht die Perlen um 1 pro Prestige. Und das heißt, dazu brauche ich noch 16. Also ich brauche noch 160 von den Fragmenten, sprich, da die Fragmente relativ gleich verteilt sind und nicht in jedem eins drin sind, aber vielleicht im Durchschnitt in jeder Kiste ein Fragment ist, heißt es 750 Kisten etwa noch zu öffnen, bevor das klappt. Hier unten seht ihr auch schon, ich habe jetzt alle Monster, die sind leider gesenkt worden, nachdem ich sie gerade gekauft hatte, weil da war ich gerade bei den ersten bei 50, beziehungsweise bei dem Maulwurf gab es irgendwie. Da hat das Ding dann die nächste Stufe 60 gekostet, während die anderen alle bei 50 geblieben sind. Das heißt, die werden zumindest nicht teurer. Ich weiß nicht, ob es jetzt so bleibt, dass die bei 30 sind oder ob das mit dem Event ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall scheint es, ich nehme mal an, dass die jetzt einfach generell bei 30 bleiben, eben runtergesetzt worden. Und deswegen bin ich zumindest jetzt nur bei jedem bei 1 und steige dann hoffentlich möglichst bald dann auf und kann hier dann den nächsten aktivieren. Das hier ist eben das Bunny. Ich bin mal gespannt, ob das Bunny bleibt, nachdem das Event vorbei ist. Und eine Besonderheit bei dem Event gibt es noch. Und dafür habe ich mir das letzte Osterei aufgehoben. Aber schauen wir uns das erstmal an. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
und ob die neu sind oder ob ich die vorher nicht gesehen habe. Es gibt die Möglichkeit, das Spiel letztlich zu resetten, was ich natürlich nicht empfehlen kann. Und ich würde das auch eher nach unten setzen und das Spiel zu verlassen. Das heißt, man kann jetzt hier zumindest das Spiel schließen, was ja vorher irgendwie gefehlt hat. Wenn man das in einem Vollbildmodus macht, wie geht man eigentlich aus dem Spiel raus, außer mit Alt F4 oder sowas. Aber egal. Das nur daher dazu, dass hier neue Buttons da sind. Und ja, wenn wir jetzt schon hier sind, dann machen wir gleich die AMP-Codes, weil ich habe es mir zumindest mal notiert und den ersten, den 34. müsste ich beim letzten Mal noch gemacht haben. Genau, den habe ich bereits verwendet. So, und nächster AMP-Code. So, ist der schon abgelaufen? Nein, der ist noch nicht abgelaufen, aber bringt auch nicht viel. So, weil die kleinen Kisten haben eventuell einfach nicht viel drin. So. Und okay, immerhin 2 TNT. Das ist etwas mehr als nichts. Weil Würfel brauche ich natürlich überhaupt keine, weil die kann ich mir jederzeit überall selber abbauen. Ja, so wie diese hier. So, das nächste Bunny. Da ist natürlich auch wieder sehr hilfreich, hier natürlich das Goldei auswählen, diese Creeper-Spitzhacke zu benutzen, weil dann kommen noch mehr von den Creepers und dann kann man mehr Eier öffnen und dann kann man viele Mooben sammeln. Aber ein Panda, ein Tier. Mal gucken, vielleicht ist ja hier jetzt auch mal wieder eine Pfote drin, weil bei dem Osterevent gibt es auch ein, ich glaube, 10 Picks. Okay, das 41. Chestcode gab es anscheinend nicht, aber die 42. Aber selbst die Antwort auf alles hat nur, ist nur von geringem Wert. So, Stapedi. Oh, das sieht da mal ordentlich aus. Mal gucken, was wir alles da drin haben. Auf jeden Fall, oh, eine ganze Träne des Frostes. In den Goldkisten sind ganze Würfel. Ein Schaf. Und ein paar 19 und 22 für TNT. Das könnt ihr ruhig öfter geben. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass während die Eier hier natürlich sind und auch während die noch da liegen, das ganze Zeug, ah, hier ist eine Hasenpfote, ist leider das ganze Ding gesperrt, sodass man nicht schon irgendwo weiterklicken kann oder irgendwas anderes machen kann. Ha! Erwischt. Ein Discovery-Wheel. Komm, gib mir eine blaue Kiste. Wir haben schon lange keine Kisten mehr von dir bekommen. Na super. Na dann, gucken wir mal, was der nächste Code bringt. Wieder eine Small Chest mit insgesamt zwei Gegenständen. Super klasse. Naja, also der letzte Code. Auch nochmal für irgendeine kleine Chest. Also der Code, der auf jeden Fall ST-Paddy, der war auf jeden Fall sehr, sehr lohnend. Geräte-Synchronisierung soll inzwischen auch funktionieren, beziehungsweise was soll fun nicht nur soll funktionieren, sondern ich habe die eigentlich schon aktiviert und verwende die jetzt eigentlich mit Steam, dass die halt da ganz normal reinläuft. Und zwar hier, Ostern. Herr Hase ist zurück im Geschäft, macht dich und trifft den Osterhasen. Da habe ich wieder eine Klaue bekommen. Deswegen hat er einen neuen Boss mit seinen Bunnies. So, und das hier, ich habe inzwischen 19 von 20 Eiern gefunden. Das Einzige, was ein bisschen blöd war, der schien das zuerst zurückgesetzt zu haben, als ich den Dialog aufgerufen habe. Aber es waren trotzdem dann alle zu finden. Und es gibt, also es ist ein bisschen schwierig, manche zu finden, weil die tauchen nicht einfach irgendwo auf, sondern die können tatsächlich, ich glaube, einer war sogar hier im Nachkaufen von Dingsbums. Also hier war, glaube ich, irgendeiner dazwischen und ich glaube auch hier irgendwo in dem Dialog-Menü. Also ihr müsst wirklich in den verschiedensten Menüs gucken, wo das eventuell, ich glaube sogar hier im Sprachmenü war eins versteckt. Also es kann in jedem Dialog und Overlay-Dialog irgendwie auftauchen. Und das letzte Ei habe ich mir tatsächlich eben aufgehoben. Weil ich weiß schon, wo es ist, wenn es noch da ist. Ich hoffe nicht, dass die ihre Position verändern oder dass die random sind. Deswegen werde ich euch die anderen jetzt zum einen, weil ich es nicht mehr weiß, aber auch, also eins weiß ich, war hier und das zweite und letzte war hier.
Also, das ist mein letztes Ei. Mal gucken, was es dafür eigentlich gibt. Weil, was ist denn die Belohnung? Oder es gibt keine Belohnung und es ist nur, dass ich die 20 Eier gefunden habe. Das heißt, man hat dann 20 Eier mehr gehabt, als man über die Bestien bekommen hat. Das ist natürlich relativ wenig dann, weil das Einzige, was gekauft werden konnte, also klar, über die Bunnies kann man das hier noch bekommen, also über die Bossfights. Aber das ist unabhängig von den Moorrüben. Und für die Moorrüben gab es zwei Sachen zu kaufen. Ich glaube, eine Spitzhacke und ein Item. Kann ich ja mal in den Spitzhacken werde ich ja sehen, dass die Spitzhacken, die noch keine Updates brauchen, weil die sind ja jetzt im aktuellen Biom freigeschaltet worden. Also die Spitzhacke, die Mondspitzhacke kennen wir schon. So, der magische Zauberstab, den habe ich glaube ich beim letzten Mal euch gezeigt, den magischen Pinsel, die Steppenläufer-Spitzhacke, die ist auf jeden Fall auch neu. Die habe ich aber glaube ich gefunden. Es gibt jetzt eben auch eine Spitzhacke für das da. Die Topf voll Gold ist von dem Glücksevent, das gab es zwischendurch, da habe ich noch nicht wieder gestreamt. Da gab es außer diesem Ding noch ein kleines Item, ein klitzeklitzekleines Item, genau das da. Ein Glücksamulett mit 5 PPS Bonus. So, der Rest kommt gleich. Gut, andere sind es nicht. Also, die können es nicht sein. Hier sind neue Spitzhacken angekündigt. Mal gucken, wie und was die hier dann anstellen. Also, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob da noch ein anderes Item war. Aber gehen wir mal zu dem Hasengeschichte, also Ostern. Ich glaube, der Karottenkuchen und der magische Eierkorb. Ich glaube, die beiden, das waren die beiden Items, die gekauft werden konnten gegenüber mit den Karotten. Die Mütze habe ich irgendwann in einem goldenen Ei oder so gefunden. Auf jeden Fall, glaube ich, habe ich die irgendwo in einem Ei gefunden. Bisher nur einmal und ich denke, das bleibt auch so. Hingegen die Pfoten habt ihr jetzt schon selber, glaube ich, zwei mindestens gesehen. Habe ich jetzt schon 61, also jede Pfote bringt 10 PPS Bonus, ist jetzt nicht so viel, aber dafür kommt es auch relativ häufig. So, die mystischen Maschinen, das dauert eben noch, deswegen mir fehlen jetzt immer noch 30 Items, die ich hier irgendwie freischalten kann. Wie viele von den Boss-Monstern und von den anderen Sachen können tatsächlich bekommen werden? Aber das kann ich jetzt halt noch nicht beantworten. Begleiter und so weiter, da. Vorhin haben wir gerade einen Panda gefunden, habe ich jetzt 21 davon. So, Truhenschätze, Soul-Items. Ah, genau, die Soul-Items, das sind die für die Bosse, wenn die erledigt sind. Das heißt, auch da kann man jetzt nachschauen, wie viel Boni die einem inzwischen eingebracht haben. Also den einen Hut habe ich jetzt eben auch schon gekauft, die Creeper-Spitzhacke. Damit ich hier möglichst viele von den Bunnies bekomme und vor allem dann auch nicht so oft klicken muss, bis die explodieren. Also hier seht ihr 1500, 1200, hier jeweils 800, 1500 und nochmal 800. Eben überall Level 1. Und was es jetzt auch gibt, was mir entweder tatsächlich habe ich es vorher übersehen oder es ist tatsächlich auch erst eingebaut worden. Das heißt, man hat jetzt hier eine Übersicht, wie viele Trophäen man schon gewonnen hat und wo man da aktuell. Also wann die nächste kommt und wo man in irgendeinem internationalen Ranking, wie auch immer, steht. Ja, ich bin jetzt mit den Osterhasen bei 2400 und bei den anderen bei irgendwo um die 200. Da finde ich es vor allen Dingen ziemlich spannend, dass ich bei den Osterhasen so schlecht abschneide, während ich bei den anderen noch so weit oben bin. Wenn die Leute so viele Osterhasen gekillt haben, frage ich mich, warum die so wenig von den anderen Bossen gekillt haben. Aber mal sehen, wie das weitergeht. Und eben vor allen Dingen, ob der Hase nach dem Osterevent dann als Bossgegner verbleibt. So, und jetzt ist eben das Problem, ich habe eigentlich keine Verwendung mehr für die Osterhasen-Mohrrüben, weil mit den 567 kann ich nichts mehr anfangen. Auch den Klee habe ich jetzt immer noch, weil ich ja noch kein weiteres Prestige nach dem Event gemacht habe. Und es war ja auch so bei dem Zuckerstangen-Event, wo mir die Zuckerstangen erst nach dem nächsten Prestige gelöscht wurden. Ja, im Moment habe ich sie noch. Aber ja, das ist jetzt das Problem. Wenn ich mit der Klee-Spitzhacke, also dieser Topf voll Gold-Spitzhacke, die ich gegen Klee kaufen konnte, und wenn ich die theoretisch mit Klee aufleveln könnte, dann ist es ja so, dass es beim nächsten Mal trotzdem verloren geht und dann das hier wahrscheinlich auf Runik umgestellt wird. Aber mal sehen. Wie gesagt, werde ich das nächste Prestige erst dann machen, wenn ich wirklich 4 Enderperlen in der Lage bin zu bekommen.
Und das dauert noch eine ganze Weile. Weil es gibt jetzt keinen wirklichen Grund, da großartig voranzuschreiten. Also ich brauche um die Transzendierung entweder hier 7, 3 und 2. Das heißt, mit 4 Perlen kann ich zumindest einen von den beiden unteren transzendieren, wo ich dann wahrscheinlich den Leerlauf, nee, den Truhenbaum transzendieren werde, weil ich will nämlich den schnellen Schlossöffner natürlich hochleveln. Da auch noch eine Neuigkeit, ich weiß nicht, ob das wiederum ein Bug oder Feature ist. Dazu gehen wir jetzt in den Skillbaum, und zwar den von der Truhe. Zum einen, ganz am Anfang war es so, ich bin sehr, sehr sicher, ich habe noch nicht in den alten Videos nachgeschaut, dass es nur 0,1% Bonus gab. Also hier gab es tatsächlich 1% und jede weitere Steigerung belief sich hier nur auf 0,1%. Okay, dann schalte ich jetzt hier mal, ich könnte es jetzt sowohl mit den Karotten als auch mit den XP machen, weil die XP kriege ich ja genauso schnell wieder zusammen. Aber ich mache es jetzt hier mal ausnahmsweise mit den Karotten, weil ich habe ja sonst keine Verwendung dafür. Die waren bei 0,1%, die sind jetzt auf 0,5% angehoben worden. Und das Interessante ist, das erste Level hat mir nicht nur 0,5 als Bonus gegeben, sondern 0,56. Also das kann ich euch gleich mal zeigen, wenn ich nämlich hier in den Artefakten mal die Spinnenseele, da habe ich einen ungeduldigen Schlossöffner, da habe ich auch einen ungeduldigen Schlossöffner. Also da seht ihr, da bin ich jetzt bei 4,5, also genau 0,5 pro Levelstufe, also 6 plus die 3. So, wenn ich jetzt den nächsten entsprechend wieder aktiviere, nehmen wir mal als erstes die korrupte Fee wieder rein, dann bin ich jetzt bei 5%, aber eben mit dem nächsten, die Spinnenseele, bin ich lustigerweise eben bei 5,56. Also keine Ahnung, ob das ein Fehler ist oder ob das irgendwie um einen bestimmten Prozentwert steigt oder. Mal sehen, was mit dem nächsten Schlossöffner im Zweifelsfall passiert. Auf jeden Fall habe ich halt mehr als genug Fertigkeitspunkte, um die nächste Transzendenz hier ziemlich schnell hochzuleveln. Aber dazu müsste ich halt erst ein Prestige machen und wie gesagt, Prestige erst dann, wenn der Knoten fertig ist. Deswegen hole ich mir jetzt hier gleich mal noch den nächsten Fertigkeitenpunkt. Hier kann ich jetzt noch etliche Sachen aufräumen. Korrupte Fee ist uninteressant und die anderen sind eh viel zu niedrig, als dass ich die von da aus tatsächlich verwenden würde. Also wieder einiges an grünem Staub, den ich dann verwenden kann, um das eine Achievement weiter zu grinden. Das heißt, ein Artefakt auf Level 25 zu bringen. Mindestens auf Level 25 zu bringen. So. So, das letzte Totem. Und hier oben brauche ich 240, also es dauert noch. Aber da ich ja sowieso 750 Kisten öffnen muss, um meine Blöcke fertig zu bekommen, ist das ja jetzt auch kein großes Ding. So, das kann ich noch verbessern. Genau, jetzt fehlt uns noch der Boss. Und ich zeige euch den neuen Bunny Boss. Und ihr seht, hier sind Business Bunnies zu klicken. Ja, im Endeffekt schon. Ja, ihr müsst euch ein bisschen einprägen, wie das Vieh gestaltet ist und zwar, was es hier oben halt hat. Das hat in dem Fall eine Augenklappe auf der rechten Seite und eventuell, manchmal müsst ihr auch ein bisschen angucken mit der Krawatte und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ich muss mich beeilen, da, die Zeit läuft ab, oh mein Gott, gleich ist es vorbei, jetzt ist es, ja und? Tja, die Zeit ist abgelaufen, aber anscheinend hat keiner gedacht, dass jemand zu langsam ist, die Business Bunnies anzuklicken. Deswegen hat der Timer dort überhaupt keinen Effekt. Also ihr seht, die haben jetzt verschiedene Augenklappen und wenn ich den falschen anklicke, dann sind wir in der Matrix gefangen und kommen nie wieder raus und bleiben auf ewig hier drin. Aber da wir das nicht wollen, klicke ich jetzt den richtigen an. Und das muss ich letztlich dreimal schaffen, dann kommen wir wieder aus der Matrix heraus und gewinnen eine weitere Bosskiste. Also, soweit eine Seelenkarotte und sonst leider nichts. So, was ich euch aber noch zeigen möchte, ist ein... Tja, wie könnte man das nennen? Eine Botschaft für Gewaltfreiheit? Schauen wir mal. Also ich gebe mal weiterhin Karotten aus. Weil nicht jedes Problem muss man mit Gewalt lösen. Auch nicht in diesem Spiel. Obwohl es fast so ausgesehen hätte. Aber das will ich euch halt noch zeigen. Aber dazu brauche ich auch den richtigen Boss.
Und der ist es jetzt noch nicht. Jetzt habe ich das vierte Ei. Na super. Also den kriegen wir relativ schnell klein. Ich muss ja nur eben einen auf die Mütze geben. Die Frage ist, ob man das als Gewalt bezeichnen kann, aber ich würde sagen schon. Aber solange die anderen damit einverstanden sein sollten, bei dem Boxkampf ist es ja auch in Ordnung, dass sie sich gegenseitig vermöbeln. Sie treten ja beide freiwillig an. Und wir kommen. Ah! Habt ihr den gesehen? Habt ihr da den Typen gesehen? Wer war das? Was ist das? Ein neues Feature, ein neues Rätsel, ein neuer Boss. Da sind wir schon beim nächsten Boss. Diesmal werde ich nicht so lange warten, aber ihr seht hier, es hat ein anderes Augenpaar. Das heißt, die Runde und ohne Steg. Und davon dreimal das gleiche. Mal gucken, ob er jetzt auch. Wobei der ist ja erst bei der Kiste aufgetaucht. Bin ja mal gespannt. Jetzt bin ich vorbereitet, wenn du wieder auftauchst, ob ich dich anklicken soll, ob du nur Gimmick bist. Also, kommst du wieder? Kommst du wieder? Also, er ist da jedenfalls nicht wieder gekommen. Okay, jetzt haben wir den Mutzlinger. Einmal Ping-Pong spielen. Riptide 5, also falls ihr den noch nicht bekommen habt, das ist der Code, den ihr hier bekommen könnt. So, habe ich hier schon über die Hälfte runterbekommen. Das heißt, da muss ich nur noch einmal aktiv werden. So. So, also kommt dieses komische Ding da wieder? Da jedenfalls nicht. Der nächste Bunny Fight wartet schon. So, los geht's. So, diesmal haben wir die Men in Black mit ihren Sonnenbrillen, aber mit einer geraden Linie. Also gerade Linie und keine komischen Zacken dran. Da kommt der Boss, den ich euch zeigen möchte. Damit also zum letzten Boss für heute. Und einer kleinen Lektion, wie man Freunde behandelt. Und zwar, Freunde sollte man nicht schlagen, sondern einfach freundlich zu ihnen sein. Weil es ist überhaupt nicht notwendig, Fleischklops zu schlagen. Wie ihr seht, wird man auch so belohnt. So, mal gucken, ob ich jetzt einfach warten muss, ob dieser komische Geist da wieder auftaucht. Also gesehen habt ihr ihn jetzt schon einmal. Ich denke, ich werde den in nächster Zeit weiter gucken, ob der irgendwann irgendwie auftaucht und was man mit dem anstellen muss. Oder ob man mit dem überhaupt irgendwas anstellen kann. Ein neues Secret, das ich aber jetzt noch nicht lösen kann, weil ich weiß nicht, wie oft und wie schnell der tatsächlich auftaucht. Und vielleicht, wenn ich das Video bearbeite, ist dann gar keiner zu sehen. Vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet, wer weiß. Die neuen Spitzhacken, den magischen Pinsel, Steppenläufer und Lunare, wobei ich sie jetzt natürlich nicht ausprobiert habe. Wir können sie ja mal lustigerweise aktivieren und mal gucken, ob das Symbol da oben in Erscheinung tritt, weil wir sind jetzt gerade fast fertig, dann sollte die Lunare doch aktivierbar sein. Weil sie bringt dann eben plus einen Block pro Abbauen. Ach so, erst nach drei Aufladungen. Das heißt, es dauert eine Viertelstunde, bis ich die aktiviert bekomme. Naja, mal gucken, wie lange das tatsächlich läuft, also beziehungsweise wie das eigentlich vermerkt wird, dass die eine Aufladung hat. Okay, da steht die 1 drauf, beziehungsweise da ist der halbe Mond dann drauf. Ja, das hätte ich wahrscheinlich jetzt früher anfangen müssen, um das zu wechseln. Die Frage ist natürlich auch, ob das erhalten bleibt. Wenn ich jetzt die Spitzhacken wechsle, merkt ihr sich das? Zumindest ist das Ding noch da. Das dauert eine Viertelstunde, bis wir jetzt die komplett aufgeladen hätten. So, den Zauberstab, der war nicht neu. So, den magischen Pinsel. Aber ich glaube, mit dem hatte ich ja schon beim letzten Mal rumgekleckst. Genau, mal Blöcke mit einem Schlag an. So, zurück zu Lunaris. Da die lunare Spitzhacke ja noch aktuell ist, ist sie natürlich auch ziemlich zügig, was den Blockanbau angeht. Summon die nächsten Bunnies. Beziehungsweise rot-blau 3D-Brille. Ha! Tja, aber ich kann ihn nicht anklicken. Vielleicht ist das nur so eine Vorschau auf den nächsten Boss, auf den nächsten irgendwas, keine Ahnung. Aber ich habe direkt da hingeklickt, aber es ist nichts passiert. So, da ist jetzt auf jeden Fall noch einer, den ich euch zeigen möchte.
weil manchmal ist es nicht schlimm zu verlieren. Aber mal gucken, ob er heute freundlich ist. Weil ich glaube, von der Hexe habe ich bisher auch noch keinen Code bekommen. Von dem habe ich schon Code verraten bekommen. Zumindest, wenn ich gewonnen habe. Von Fleischklops weiß ich gar nicht, ob der einen Code schon verraten hat. Ja, so sieht es aus, wenn gleich Game Over. Genau, diesmal hat er mir nichts verraten. Aber zumindest bei Gorgo gibt es die Möglichkeit, einen Code zu bekommen, wenn man verliert. So, der Mutzlinger hat, glaube ich, auch seinen Code eben im Kampf verraten. Was ist denn da freigeschalten? Ach so, das nächste Upgrade. Ja, die nächsten Bunnies. 1500 dazu. Beziehungsweise natürlich durch die Boni noch ein bisschen mehr. Und da wäre jetzt mal interessant, ob jetzt eins zu den 30 dazu zählt. Ne, zählt nicht. Das heißt, die 30 Items, die da noch fehlen, die sind nicht bezogen auf diese freischaltbaren Elemente. Also wäre die Frage, was für Teile das sind und beziehungsweise ob die eventuell nur einfach gelten. Wobei bei den Klamotten war es zumindest so. Also die zählen in jeder Stufe. Also die sind jetzt Level 1054, weil da gibt es ja zig Upgrades pro Prestige. Die Spitzhacken sind da, wobei die Spitzhacken sind, glaube ich, genauso hoch. Die Biome und so weiter, die Items sind nur einmal pro Durchlauf. Das heißt hier 1054 und hier 31. Das heißt, je Prestige-Durchlauf gibt es 34 von diesen Rüstungsgegenständen und Ausrüstungselementen. Dafür gibt es aber jeweils immer nur ein so ein Item, was die Biome angeht. So, die Biome sind ja alle soweit schon bekannt. Dann die drei Secret-Biome, die eben auch alle bis 31 alles hochgelevelt ist. Und eben ansonsten die Trophäen. Nachdem zwischendurch das Glücksevent kurz gewesen ist, es ging glaube ich auch nur ein paar Tage, jetzt das Osterevent mit einem neuen Miniboss und zwei neuen Items, die man kaufen kann und zwei Items, die man finden kann. Die beiden Finder-Items und die beiden Karotten-Kauf-Items. Also gucken wir mal noch die nächste Aufladung dann an. So, also jetzt können wir die nächste Spitzhacken-Aufladung machen. Okay, das heißt, der Mond hatte sich gar nicht verändert, er hat es nur aufgeglüht. Ist natürlich die Frage, ob der sich tatsächlich gemerkt hat, dass er schon dreimal, auch, also zweimal aufgeladen wurde, weil es steht zumindest nirgends. Also zumindest die Aufladungszahl nicht. Also ich werde jetzt aber mal noch die 7,5 Minuten dann einfach jetzt noch ein paar Bosse farmen, um mal zu gucken, dass tatsächlich diese Aufladung, wo das dann angezeigt wird, weil ich habe die Spitzhacke in der Form tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil ich brauche die Blöcke nicht so dringend. Aber ich will euch jetzt natürlich die Informationen geben können, wie und wo das angezeigt wird. Und vielleicht kann ich ja sogar schon das nächste Teil kräften. Ja, das ist eben auch, dass dieses Hochzählen dann auch immer dieses ganze Frontend blockiert. Das ist halt alles ein bisschen störend. Aber okay, die mystischen Sachen sind jetzt noch nicht wieder da. Genau, von Boli werde ich bald wieder eins voll haben und Fragment des Rostes und Fragment des Chaos sind so die nächsten, die potenziell möglich sind. So, ich werde jetzt mal sicherheitshalber bei der Spitzhacke bleiben, nicht, dass die tatsächlich das beim Wechsel sogar zurücksetzt. So, noch 3 Minuten, dann nehme ich jetzt noch ein paar Karotten. Weil mit der Spitzhacke dauert es auf jeden Fall viel zu lange, um die nötigen Picks zusammenzubekommen. Da ist die Regenbogenspitzhacke natürlich sehr, sehr viel lohnender. Okay, also der hat jetzt keine Brille auf, sondern der hat jetzt dieses Krawattending, beziehungsweise der hat in dem Fall sogar eine Fliege. Also der mit der Fliege. Dann mal gucken, ob es jetzt die dritte Aufladung ist und ob dann irgendwas angezeigt wird. Ja, jetzt ist tatsächlich die Frage, ob das Ding zurückgesetzt wurde, nachdem die Spitzhacke gewechselt worden ist. Das wäre natürlich ziemlich blöd. Auf der anderen Seite kann ich jetzt im Moment kaum überprüfen. Naja, ich kann im Ende gucken, wie viel ich jetzt aktuell bekomme. Also 3, 4, 7, 9, 15. Das waren jetzt 13 Steine. Ich glaube, das waren zu wenig. Weil 13 ist eigentlich das, was ich vorhin schon hatte. Das heißt, wir müssen noch mal 7 Minuten ran.
Das heißt, die Spitzhacke darf zwischendurch nicht gewechselt werden, wenn ihr die Fähigkeit dort aktivieren wollt. Aber werden wir gleich noch sehen. Das heißt natürlich, mit den Karotten habt ihr dann eine ganz gute Möglichkeit, auch wenn ihr jetzt die Regenbogenspitzhacke zum Beispiel noch nicht habt oder eben nicht so ein hohes PPS-Einkommen, natürlich konstant Bosse zu farmen. Das ist dann sozusagen der Vorteil des Osterevents. Und dafür kann man die Rüben wahrscheinlich dann ganz gut ausgeben, wenn man sonst keine anderen Möglichkeiten hat. Okay, jetzt sind wir noch bei den roten Brillen. Wie viel habe ich denn jetzt noch übrig? 734 scheint ja eher mehr als weniger geworden zu sein. So, also das ist jetzt die dritte Aktivierung am Stück. Ah, okay, es gibt ein anderes Leuchten, wenn das Ding tatsächlich aktiviert wird. Aber wo sehe ich jetzt, dass es aktiv ist? Gut, wenn ich den Hasen jetzt mache, dann müssten die ja 14 anzeigen. Genau, also jetzt sind es 14, während es ja vorhin 13 waren. Aber das heißt, ihr dürft die Spitzhacke zwischendurch nicht wechseln, sonst wird der Timer anscheinend zurückgesetzt. Und ich vermute mal auch, von wegen 45 Minuten, dass das auch für die Spitzhacke gilt. Also auch wenn das Ding aktiviert ist. Aber das probiere ich jetzt gleich noch aus, nachdem ich den Bunny erledigt habe. Und dann wechsle ich wieder zur Creeper-Spitzhacke. Und dann mal gucken, ob die Creeper weiterhin 13 oder 14 pro Item fallen lassen. Hier gibt es ein neues. Ah, der Bowler ist jetzt voll komplett. Kann ich hier den nächsten kaufen? Und jetzt die Spitzhacke wechseln. Und warten wir mal auf den nächsten Creeper. Ja, die ganzen Kisten haben bisher erst drei weitere Artefakte gebracht. Der nächste Creeper, da ist er schon. Und okay, also es wird zumindest nicht zurückgesetzt. Das heißt, wenn ihr danach die Spitzhacke wechselt, dann gilt der immer noch als aktiv. Auch wenn jetzt hier leider nirgendwo. Ah, okay, es wird hier mit angezeigt. Lunarer Segen plus eine Blockzerstörung. Wenn der jetzt noch stapelbar wäre, dann wäre das natürlich auch sehr interessant. Aber okay, dann ist es okay. Das wird zumindest da angezeigt und da wisst ihr, wie lange der Bonus noch läuft, auch wenn die Spitzhacke dann gewechselt wird. Aber sie muss offensichtlich dreimal hintereinander aktiviert werden, ohne sie zwischendurch zu wechseln. Jetzt will ich aber wenigstens eine von den Trophäen noch haben. Okay, das ist jetzt noch Mr. Nabe. Den hat man, glaube ich, auch noch nicht. Also Nabe links und von links nach rechts oben. So, das 50. Bunny wartet und das Überraschungsei wartet. Ja, damit. So, was ist im Ei drin? Oh, noch ein Dorfbewohner und ein Ender-Druide. Auf jeden Fall sind die Eier anscheinend noch häufiger als die 2-Stunden-Kisten. Jawohl, bei 100, Wahnsinn, Smaragd. Also die nächste Stufe sind Smaragde. Ich kann jetzt das Fragment des Chaos anstoßen. Das dauert dann auch wieder eine Stunde. Und dann verabschiede ich mich heute mit der ersten Smaragd-Trophäe. Beim nächsten Mal sind garantiert schon alle dann auf Smaragd-Stufe. Aber soweit für heute von Pickcrafter.